Ländchen Hamburg. Ja, Hamburg ist immer eine Reise wert, auf alle Fälle. Wird Spaß machen. Es läuft, würde ich sagen. Perfekt natürlich, an der Alster, Hammerstrecke. Und das gibt einfach den richtigen Kick so. Ich freue mich total auf den Lauf und die Alster zu umrunden. Wir haben auch viele Teilnehmer und werde auch in einem Team laufen. Also wir werden mich wahrscheinlich auch ein bisschen pushen. Die freuen sich, wenn sie einen sehen und mir macht es dann auch mehr Spaß, wenn man angefeuert wird. Das wird heute ein gutes Feld geben. Die Strecke kennen wir ja, super Publikum hier, man kennt sich hier und ich glaube, das wird gut gehen. Rekord gelaufen bei den Frauen und bei den Männern. Das ist einfach sagenhaft. Ich bin sowas von happy und stolz auf diese fast 5500 Teilnehmer mit den deutschen Meisterschaften, Hamburger Meisterschaften, mit der NADA, mit Dopingkontrollen. Es ist alles in Hamburg dabei und alle, die an der DM teilgenommen haben, haben so einen geilen Lauf und ein Flair mit reingebracht. Das war einfach einzigartig. Richtig toll. Das war ja mein erster 10 Kilometer Straßenstart und auch meine erste deutsche Meisterschaft. Das heißt, ich bin recht offen hier reingegangen. Klar wollte ich vorne mitlaufen. Dass es am Ende für einen Sieg reicht, war natürlich richtig cool. Und nach Arne Gabius und Carsten Eich in dieser Reihenfolge zu stehen, das ist schon eine Auszeichnung für Florian. Das ist toll. Völlig unerwartet. Also Hamburger Meister ist zum 7. Mal, glaube ich, heute mit 31, 33 circa. Nicht ganz meine Disziplin, die 10er, nicht mehr vielleicht. Ihr auf dem Marathon trainiert, aber ich war wirklich sehr glücklich. Meine Beine ein bisschen müde und die anderen Mädels ein bisschen schnell und der Traum vom Podest als Einzel. Ja, Kämpferin ging vorbei, aber wir haben den deutschen Meistertitel geholt. Super, wie immer. Also es war ja auch ein wahnsinniges Feld. Jetzt auch gerade endlich mal die deutschen Meisterschaften im Norden. Und bin sie ist immer so wieder bescheiden, dabei. Sie war super krass, hammer cool unterwegs. Hammer, immer gut in Hamburg. Also sei es beim Marathon, egal wie groß der Lauf ist, ist immer klasse. Man wird angefeuert und das pusht einem immer mehr auch. Irgendwie, da stehen Leute an der Straße mit ihren Autos, machen Musik laut an und es ja, cool. Ja, sehr aufregend, sehr warm. Das war wirklich ein heißer Tag heute. Aber tolle Stimmung und ja, viele Freunde wieder getroffen. Oh, richtig klasse. Das lief gut, also das Wetter hat mitgespielt. Also hat es sich gelohnt auf jeden Fall, war sehr gut. Also einfach durchs Ziel laufen und einfach cool drauf sein und Luft zum Atmen haben. Und es hat alles gut geklappt. Ist eine schöne Sache, nächstes Jahr wieder.